Konami. Ja, einen wunderschönen guten Abend oder welche Tageszeit ist auch immer bei den Leuten, die hier gerade gucken. Wir spielen Yu-Gi-Oh! World Championship 2007. Ein Spiel, von dem ich seit, weiß ich nicht, 8 Jahren oder so mein LP aufnehmen wollte und das auch schon zweimal angefangen habe zu tun, aber es immer gescrappt habe. Also mach es jetzt einfach mal im Livestream. Weil warum nicht? So ein Spiel komplett durchzuspielen dauert ja eine Dreiviertel Ewigkeit, also bitte. Ich glaube, sowas ist sowieso besser live zu machen als alles andere. Ich heiße herzlich willkommen, falls sich irgendwer schon im Chat eingefunden haben sollte, ist ein sehr spontaner Livestream mal wieder. Ich habe vor, demnächst mal wieder ein bisschen mehr zu streamen und regelmäßiger zu streamen, jetzt wo sich mein ganzes Setup so langsam wieder eingefunden hat hier und sich die Gelegenheit auch mal wieder ein bisschen häufiger ergeben sollte. Also müssen wir unseren Charakter bauen. Das sieht überhaupt nicht total männlich aus, das Gesicht. Es ist schön, dass ich am Anfang weiblich gewählt habe. Ich glaube, die geben aber exakt dieselben Sets, egal was man am Anfang auswählt. Was wollen wir denn haben? Jesus. Erstmal. Ja, nicht genau die Frisuren aus Yu-Gi-Oh! GX. Kana2768, herzlich willkommen. Guten Abend. Ist die dunkle Magier-Mädchen-Frisur? Egal, lassen wir jetzt. Können wir wahrscheinlich später sowieso noch ändern. Oh. Das passt überhaupt nicht auf den Körper. Egal. Puh. Das ist schon hart, eine Wahl zu treffen. Ja, komm, das sieht bekloppt aus, aber wir nehmen es jetzt. Ja, warum nicht? Speichere Daten. Oh, das Spiel habe ich schon lange nicht mehr angefasst. Schauen wir erstmal, was unser Deck am Start dieses Spiels hier überhaupt noch gleich war, denn ich weiß halt nicht mehr. Es ist bestimmt grausenhaft. Ja, ich sehe schon Elemental Eldavion, Bastinatrix und was nicht alles. Ja, also die besten Karten überhaupt. Okay, jetzt finden wir mal eben raus, wie man hier irgendwas getan hat. So konnten wir die Ansicht auf groß stellen. Das ist schon mal sehr viel wert, damit wir sehen können, was wir so alles in unserem Deck mit rumschleppen. Was haben wir im Side-Deck? Verbündeten Truppen, Drachenseelenschwert, Nachladen, Heldenorden, gesetzte Karte durch einen Karteneffekt, den Gegner konsolidiert, zerstört und auf den Friedhof gelegt wird. Mische diese Karte ins Deck, ziehe dann eine Karte. Ja, ist großartig. Magische Störung ist im Side-Deck, wo ihr mich. Ein Scherz. Verbündeten Truppen sind nur für Krieger, wie viele, für Krieger und Hexer insgesamt. Haben wir, ja, wir haben einiges an Kriegern in unserem Startset. Ob sich das deswegen lohnt, Schicksalsheld, Doomlord und also so Gammelkrieger, weiß ich nicht. Nachladen, hä? Ja, ein paar von den Standard-Elementarhelden haben sie uns geschenkt. Ryoko Feld. Dann doch eher die magische Störung, ne? Den haben wir gerade reingepackt. Kartenhändler, boah, was sind denn für Gammelkarten hier im Startdeck? Ich schau mal, ob wir ein paar Standard-DB haben, damit wir uns vielleicht ein paar zusätzliche Karten kaufen können, bevor es losgeht. Geschäft, erhalte Karten. Ja. Ja, das sieht gut aus. Wir haben 1500 DP, das heißt, wir können ein bisschen was ausgeben. Die Frage ist, welches Set? Und ein paar wenige von allen Sets. Da hätten wir Müll, mehr Müll, eine Menge Müll, ganz schön viel Müll und immerhin Zeitzauberer. Zeitzauberer sind akzeptable Karten. Müll, massig Müll, viel Müll. Oh. Okay, das hat sich gelohnt. Verräterische Schwerter, die kommen gleich auf jeden Fall rein. Verräterische Schwerter sind wichtig. Das Exodia-Set, ich habe jetzt nicht unbedingt vor, die Exodia-Teile innerhalb der ersten zwei Sets zu ziehen, beziehungsweise ich glaube nicht, dass das möglich ist. Auch nicht sehr beeindruckend, aber hey, wir haben einen Exodia-Teil drin gehabt. Yay. Okay, was haben wir hier? Spalt! Mein Gott, wir kriegen richtig gute Karten. Spalt ist sogar eine super, ultra, mega Rare-Card in dem Set.
nachdem Spalt im allerersten offiziellen Set ja eine absolute Trash-Karte war, hat man irgendwann gemerkt, dass Spalt eigentlich mega unfair ist. Poli. Block Attack! Block Attack ist gut. Das kann man in frühen Karten eigentlich gut gebrauchen. Harpion Lady 2 hat die. Ne, die hat nur 1600. Schade. Jetzt, dann nehmen wir uns noch zwei von dem Schattenmagier-Set hier. Was haben wir da Feines? Ilk. Totama. Yeah! Ich will gleich live bei Zeit, es geht erstmal von der Schaden zu. Meine Lieblingskarte. Königlicher Erlass. Das ist natürlich eine gute Karte, muss man sagen, wenn man nicht gerade selber auf Fallen spielt. Aber im Early Game ist hier nicht unbedingt so geil, weil die Gegner sowieso schlechte Fallen haben. Okay, und dann können wir uns noch zwei Scharlachroter Feuersturm kaufen. Da hätten wir... Ruka, wäre schön, wenn wir ein Wasserset bauen könnten. Maske der Dunkelheit ist nett. Dabei belassen wir es mal, sie ist nett. Oh, oh, Brain Control. Aber wir haben richtig gute Karten gekriegt. Hier kann ich aber überhaupt nichts gegen sagen. Also bitte. Her damit. Einmal umstellen, Sortierung ändern auf neue Karten. Auf wenn alle Karten sind momentan neu, oder? Selbst die in unserem Deck sind neu. Mist. Bringt also überhaupt nichts. Egal, wir tun einfach alles rein, was sinnvoll ist. Das heißt, wir müssen einmal kurz alles durchgehen. Da hätten wir eine Brain Control, die sollte auf jeden Fall mitkommen. Herkules Insekt hat 5 Sterne, ist also unnütz. Maske der Finsternis können wir mal reinschmeißen. Spalt auf jeden Fall, verräterische Schwerter auf jeden Fall. König Klecks könnte vielleicht sogar noch sinnvoll sein, traurigerweise. Der Zeitzauberer, ja doch, kann eine gute Notfallkarte sein, wenn man gerade noch keine besseren Effekte hat. Dann tun wir Rex mal rein, um zu gucken, ob wir nicht irgendwelche viel schlimmeren Karten momentan im Deck haben, die wir rausschmeißen wollen würden. Vor allem haben wir... Ach Moment, Blockangriff war ja auch noch irgendwo, die habe ich glaube ich nicht reingetan. Müsste ganz oben sein, wenn es momentan, ja, alphabetisch ist. Chitoras, herzlich willkommen! Willkommen im abendlichen Spontanstream von Yu-Gi-Oh! So, dann schauen wir mal, was wir rausschmeißen wollen. Wir haben hier einen Neos und ich glaube nicht, dass wir auch nur einen Neos-Fusor momentan haben, oder? Nee. Also, danke, nein, danke. Dann gucken wir erstmal durch die Zauberkarten, weil das bestimmt Müll bei. Eine Polymerisation deiner Hand ins... Ja, hart. Wenn ein offenes Monster sein Spielfeld sollte, um diese Karte zu aktivieren, erhöhe die ATK eines gewählten Monsters um 500 Punkte werden, dann des Kampfes zwischen dieser und der angreifenden Karte des Monsters in Verteidigungsposition. Okay. Geht das auf alle Monster? H heißt das Herz, geht glaube ich tatsächlich auf alle Monster, ne? In 2007 gab es einfach keine guten bis gar keine Themendecks. Ja, es ist immer das Problem gewesen in den alten Spielen. Die haben immer die wichtige Karten für Themendecks rausgelassen, sodass man die nie wirklich zusammenstellen konnte. Hammerschuss lassen wir mal drin. Pro Spiel zu verhindern ist der Buffer, so kannst du eine Karte von deiner Hand in dein Deck mischen, ziehe dann eine Karte. Kann ganz am Anfang noch nett sein. Wolkenkratzer und Wolkenkratzer 2. Wollen wir wirklich beide Wolkenkratzer haben? Wolkenkratzer 2 erstmal raus. Das ist zwar cool für Elementarindex, aber wir haben kein Elementarindex momentan. Ach, Geburt eines Helden ist ganz nett. Heldenring. Typ Krieger mit einem ATK von 1500 oder kleiner hiermit aus. Wenn er diese super gebundenen Karten am Anfang noch kein ordentliches Deck dazu hat, sind die noch sehr fragwürdig. Ich bin schon sehr verführt, Wolkenkratzer 1 auch rauszuschmeißen, aber... ja, tun wir auch erstmal raus, würde ich sagen.
überhaupt die ganzen Helden würde ich eigentlich, glaube ich, lieber am Anfang rausschmeißen. Bis wir ein paar davon haben. Ja, komm, tun wir auch. Raus, raus, raus. Dann dürfen Elvin und Burstinatrix aus dem Deck raus. Ich meine, was soll der Unsinn? Ich vertraue nicht genug auf mein Glück, um bei so wenig möglichen Kombinationskarten die Kombination ziehen zu können. Dann tun wir stattdessen einen Bullshit-Drachen hier rein. Ach komm, ich mag Blackland lieber als Komori-Drache. Das wird schon für die ersten Duelle irgendwie passen, was wir hier haben. Okay. Hahite Tat erhöht nur die ATK von einem Heldmonster. Echt, ist das doch nur für Helden? Okay, dann lassen wir das. Steht das hier dran? Wähle ein offenes Monster auf deiner Spielfeldseite, um diese Karte zu aktivieren. Bist du sicher, dass das nur für Helden funktioniert? Oder ist der Beschreibungstext einfach doof? Ich probiere es mal aus, da steht nämlich nichts von Elementarhelden dran. Mal gucken, ob es ein Fehler im Beschreibungstext ist. Oh, Starterdeck ist, glaube ich, sehr passend als Name. Lassen wir mal so. Okay. Noch irgendwas, was wir machen wollen, bevor es losgeht? Status und andere Bekleidung. Ich glaube, wir haben nicht wirklich die große Auswahl. Braunes Kleid. Ich würde das nicht unbedingt Kleid nennen. Akademie-Disk, ja gut. Müssen wir alles erst freispielen. Editiere festgelegten Text. Och ja, die Geschichte. Oh, das habe ich ganz vergessen. Boah, am Anfang von diesem Spiel kann man sich erstmal eine Dreiviertelstunde damit beschäftigen, jeden einzelnen Text zu ändern, den man selbst sagt. Gucken wir später vielleicht mal rein. Jetzt gerade habe ich ja keinen Nerv für. Freunde geht eh nur online. Kommunikationsmenü ist alles online. Der ist Datenverbindung. Herausforderungen. Ach, hier könnte man Duellpuzzle und sowas machen. Ja, da kümmern wir uns später mal drum. Jetzt machen wir erstmal hier freie Duelle. Wen haben wir denn als freie Gegner ganz am Anfang zur Auswahl? Geister haben wahrscheinlich gar keine. Wir haben Level 1 Gegner. Geflügelter Kuribo, Fuchsfeuer, des Wombat, Jäger im Hinterhalt, Iria, die Wasserverzauberin und der dunkelrote Zauberer. Wir fangen einfach mal vorne an bei Geflügelter Kuribo, weil warum nicht? Was soll Kuribo uns schon tun, außer Schaden blockieren und dann sterben? Ha, wir dürfen anfangen. Okay, auf geht's. Duell starten. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben immerhin eine Dunkelklinge. Da kann Kuribo wahrscheinlich schon überhaupt nicht sehen tun. Wir setzen erstmal unsere Abwehrratte. Und sehr, sehr alte Strategien hier. Und lassen Kuribo das mal machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kuribo überhaupt Monster hat, um uns anzugreifen. Oh, was? Skyscraper? Müssen wir nichts machen. In den alten Yu-Gi-Oh! Spielen lassen sie ja alle möglichen merkwürdigen Monster sich duellieren. Hat er etwa eine Combo gezogen für die erste Runde? Das wäre fies. Aber ich würde sagen, wir machen mal Staubtornado. Da war mal ein Wolkenkratzer. Nein, ich möchte nichts setzen für den Staubtornado, danke. Okay, minus 800. Noch eine verdeckte. Joa. Ach, der König des Sumpfes. Der konnte sich, glaube ich, abwerfen lassen für eine Poli, ist das richtig? Wie kann. Da kann ich den nachlesen. Du kannst diese Karte anstelle eines beliebigen Fusionsmonster-Matratzes nehmen. Du kannst diese. Bei dieser Fusion. Blablabla. Wirf diese Karte aus deiner. Tastenbelegung. Nein, falscher Knopf. Da. Hand auf den Friedhof ab, um eine Polymerisationskarte aus deinem Deck auf deine Hand zu nehmen. Ja, okay. Das war die. Aber das ist ja jetzt vollkommen unnütz, nachdem wir alles dementsprechend aus dem Deck entfernt haben, hätte ich ihn aus dem Deck schmeißen sollen. Egal, wir haben eine Dunkelklinge hier. Schwomp. Heißes Herz brauchen wir nicht. Also machen wir einfach nochmal einen Angriff. Tschüss, Burstinatrix. Da nur eine normale Poli gerade aus dem Deck geholt hat, glaube ich nicht, dass er so schnell mit einer Wunderfusion hier was machen wird.
Okay. So, jetzt können wir es testen, denn heißes Herz lässt sich aktivieren. Also, ich sehe das bis jetzt ganz positiv. Setzen mal hier die Maske. Okay, heißes Herz. Ah, geht tatsächlich auf jedes Monster. Okay, der Beschreibungstext ist nicht falsch. Elementalheld Wildheart! Ist das nicht der Idioten-Elementalheld, der sich in der Serie einmal selbst umbringt? Gut. Ne, weil bei deinem Nightmare Troubadour LP-Stream hast du dich gefragt, woran man das bei der Münze wirft. Was? Hast du dich gefragt, woran man das bei der Münze würfen erkennt? Ha, okay. Und? Maske der Finsternis. Gib mal den Staubtornado zurück. So. Da scheinbar sowieso nichts kommt von Kuribo, gehen wir jetzt einfach den Angriff mit dem Unsinn, den wir hier haben. Attacke mit den stärksten Monstern der Welt! Ach, Geburtsrecht. Nein, ich will den Angriff nicht wiederholen. So, Dunkelklinge. So, da hat Kuribo effektiv ein Geburtsrecht verschwendet. Wäre schön gewesen, wenn wir den Shop-Tanner schon hätten aktivieren können. Wenn die Münze glänzt, liegt der einer richtig und wenn nicht, dann liegt der falsch. Dann liegt der Gegner richtig. Und wenn nicht, liegt er falsch. Ah ja, okay. Oh, kleine, aber feine Details. So, es fällt einem beim Stream selten auf. Ist man auf andere Sachen konzentriert. Oh Gott, es ist Avian. Er wird irgendeins meiner Monster töten wollen. Hochgefährlich. In Phase 2 ist gar nichts und das war dann wohl das Duell, ne? Ha, da ist der zweiköpfige König, Klex. Raus mit ihm. Dann haben wir noch eine Gehirnkontrolle. Weil es so viel Spaß macht. Mal her, Avian. Boah, machen wir mal Kuribo kaputt. Das sollte erstmal ordentlich DP geben. Das erste gewonnene Duell müsste eigentlich Unmengen geben. Ich meine, wenn ich mich recht entsinne, in diesem Spiel schaltet man neue Gegner frei, indem man die, ach, Kuribo verhandelt. Egal, er stirbt trotzdem. Indem man, die Gegner fünfmal besiegt. Avian wird nicht Avian ausgesprochen. Doch, in meiner Welt schon. Ich werde auf jeden Fall nicht Avian aussprechen, wenn du darauf hinaus willst. Kein Spezialbeschwörung Bonus. Bonus für nur Kampfschäden. Volle Monsterkarten Zone Bonus. Ein Exemplar pro Karte Deck Bonus. Das ist mein Bonus. Neuer Bonus Bonus. 304 DP. Das heißt, wir können uns wieder zwei neue Packs kaufen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und dann kaufen wir uns auch mal zwei von dem Pack, weil da haben wir noch so gut wie nix. Oh, TT. Ja, immer her damit. Windschirm von Ithaca war doch auch gut, oder? Ändert die Kampfposition aller Monster, die offen auf dem Spielfeld deines Gegners liegen. Ja, Windschirm von Ithaca ist auch eine verdammt gute Karte. Komisches Schwert. Jiraigumo. Oh. Teuer, aber im Early Game kann es nett sein. Na dann. Schmeißen wir rein. TT auf jeden Fall. Windschirm von Ithaca auch gerne. Wollen wir Jiraigumo haben? Na, warum nicht? Wenn die Gegner sich sowieso nicht stark genug machen können, um uns zu killen, dann kann auch Jiraigumo mal ins Deck. Herzlich willkommen, wer auch immer da gerade in den Stream gekommen ist. Dein Name ist definitiv zu lang für mich zum Aussprechen. Tut mir leid. wir sollten mal ein paar Monster hier rausschmeißen, die noch völlig sinnlos waren. Rottweiler. In dieser Karte als Ergebnis des Kampfes zerstören auf den Friedhof gelegt wird, dann Elementalheld hinzufügen. Wollte gerade sein, einfach noch eine Elementalheldenkarte. Nein, danke.
Schicksalsherr Doomlord. Einmal pro Spiel zur 40 Sekunden in Angriffsposition auf dem Spielfeld legt, kannst du ein gegnerisches Monster aus dem Spielfeld entfernen. War ja nicht super imbar. Der Spieler, der diesen Effekt benutzt, kann in diesem Spielzug keinen Angriff deklarieren und das entfernte Monster wird während deiner zweiten Standby-Phase nach Aktivierung dieses Effekts in der gleichen Kampfposition zurück auf die Spielseite des Gegners gelegt. Okay, der war doch nicht so imbar, aber ganz nett, schätze ich. Hast du dich schon an die Puzzle gesetzt? Ne, ich habe gerade eben erst angefangen. Ich habe gerade erst die ersten Duelle gemacht. So, der Polykerl kann raus. Dann war da noch was. Der Eisenschmied bleibt drin. Der darf erstmal noch drin bleiben. Richter. Richter, dass ich überhaupt den Richter im Deck lasse, sagt schon viel über unsere momentanen Karten. Kartenhändler mag ich eigentlich auch nicht so gerne. Der Gegner wählt zufällig eine Karte von deiner Hand. Wenn es eine Monsterkarte ist, beschwöre sie. Und ja, doch. Normale Monster haben wir momentan auch noch genügend. Ja, die mit Haarheißes Herz. Haarheißes Herz ist Haarheißes Herz. Wir enthaaren uns mal. Das war ein Witz. Okay. Rezept speichern. Das hat immer noch keinen besseren Namen als Starterdeck verdient, definitiv. Hab ich irgendwas vergessen zu entfernen? Ich glaube nicht. Deck ist zwar nicht gut, aber passt schon. Nougat May Cry. Hallo, hallo. Herzlich willkommen im Stream. Willkommen zu Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Dann machen wir doch mal die nächste Runde gegen Fuchsfeuer. Ich meine mich zu erinnern, dass Fuchsfeuer ein mega nervtötendes Deck ist. Es ist zwar Ewigkeiten her, dass ich das gespielt habe, aber ich meine, der hat tausend Effekte von Karten, die wieder auf seine Hand zurückgehen. Weil es ist halt Fuchsfeuer. Na, schauen wir mal. Deine Hand, ey. Das sieht aus wie bei, erstes Spiel nochmal, Power of Chaos. Gut. Meine, das ist ein Burn-Deck. Wäre jetzt auch nicht so abwegig, schätze ich. Versuchen wir unser Glück, schätze ich. Zweiköpfiger König Rex. Dann setzen wir die beiden einfach mal. Ich glaube nicht, dass er einen Heavy Storm oder sowas überhaupt hat. Das soll schon schlimmstenfalls passieren, ne? König Rex, guck mal rein. Es ist Holzkohle. Patsch. Ganz was Ekelhaftes. Okay. In Vorsee. Mhm. Okay. Zwangsevakuierungsgerät ist weg. Ist nicht so gut. Krug der Gier. Können wir jetzt nicht viel gegen machen. Irrung der Verdammten. Kann ich auch nichts gegen machen. Immer muss er dafür seine Karten abwerfen. Und Roboritter. Was? Ach so. Ah, ja doch. Das ist gar nicht so sinnlos. Windsturm von Ithaka. Schade. Okay, der Windsturm von Ithaka blockiert leider nicht, dass er die Karten danach wieder umlegen darf. Ärgerlich. Na gut, wir machen an der Stelle eine kurze Pause und sehen uns sofort wieder.